umfasst ca. 5 Quadratkilometer, das sind ca. 500 Hektar. Für 12.000 Neubürger plus ca. 7.000 Mitarbeitende des BKA. Dieses Land kann den Eigentümern per Satzung einfach weggenommen werden. Wir wehren uns gegen eine solche Zwangsmaßnahme der Stadt Wiesbaden. Das schärfste Baugesetz, was wir kennen. Aber eine SEM ist nicht mehr ein zeitgemäßes Mittel, um gemeinsam mit den Bürgern, gemeinsam mit den Eigentümern ihre Stadt zu entwickeln. Lassen Sie mich deshalb an die Stadtpolitiker appellieren. Überdenken Sie bitte die Baupolitik, die Ihre Vorgänger Gehrig und Kessler vor Corona begonnen haben. Es gibt bessere Wege, Wiesbaden wunderbar zu entwickeln und der Landwirtschaft eine Zukunft zu geben. Wir reden gerne mit Ihnen, das Angebot gilt. Wiesbaden ist wunderbar. Dieser Slogan der Werbegemeinschaft darf nicht nur für die Innenstadt gelten, sondern bezieht sich auch auf die wunderbare Umgebung, auf das Land um Wiesbaden herum. Reden wir heute hier nicht, jedenfalls ich nicht, über das Ostquell, sondern heute genießen wir einfach gemeinsam dieses Fest. Ansonsten können wir uns ganz stundenlang darüber unterhalten. Aber das ist nicht der Rahmen, in dem ich das jetzt heute vertiefen will. Die Notwendigkeit von regionaler Erzeuger. Wirtschaft von Landwirtschaft und wir sind stolz darauf, dass wir eben in den Vororten von Wiesbaden durchaus ländlich geprägte Infrastruktur haben. Ich bin selbst Reiter, deswegen reite viel zu selten, aber in Bierstadt und in Erbenheim bin ich häufig unterwegs und deswegen habe ich auch immer ein Ohr für die Bedürfnisse und die Sorgen. Und ich kann Ihnen halt nur als Stadtverordnetenvorsteher sagen, dass wir diese aufgreifen, in die Fraktionen bringen und eben auch mit dem Magistrat natürlich gemeinsam, wie Herr Oberbürgermeister es eben angekündigt hat, auch versuchen eben Lösungen zu finden.